Ein planetarisches Willkommen, Leute. Wir müssen direkt leiser werden, denn heute gibt es ein kleines Horror-Special. Die Sache ist, ich muss etwas leise reden, denn hier geht es darum, 18 Minuten. Genau, das meine ich. Hier geht es darum, 18 Minuten leise zu sein, nicht zu schreien. Und in der Zeit passiert allerlei furchtbarer und gruseliger Kram, Leute. Seht einfach selbst, wir probieren das jetzt. Deswegen werde ich die ganze Zeit in diesem Video flüstern und hoffen, dass ich mich nicht erschrecke, Leute. Kleines Halloween-Special. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpasst wollt, drückt natürlich auch den Abo-Button. Aber damit würde ich sagen, legen wir los. Okay. Don't scream. Dann wollen wir mal loslegen. Wir sind hier mitten in einem Wald. Und das ist gefährlich, Leute. Weil hier passiert sehr, sehr viel Komisches. So, wo gehen wir denn hin? Hier ist nämlich ein Schild. Minimart, Homestead, Farm oder Cemetery. Ich würde einfach sagen, dass wir nach rechts mal gehen und gucken, was uns da erwartet. Leute, auf was wir hier treffen werden. Hoffentlich nichts allzu Gruseliges, weil hier ist alles dunkel gemacht, Leute. Und ich erschrecke mich mal ganz gerne vor Sachen. Gleich haben wir die erste Minute. Soweit erstmal nicht so viel zu sehen. Das sind irgendwie Grabsteine. Ich weiß gar nicht, worum ich hier hingehe. Ja, sieht soweit alles nett aus. Noch nichts Böses. Die Nacht ist noch nicht ganz hereingebrochen, also alles entspannt. Auch wenn ich gerade schon wieder Gänsehaut bekomme, weil irgendwie traue ich dem Braten hier nicht. Da ist... Hier ist noch was. Ah, eine kleine Kapelle oder so. Oder? Ne, das ist einfach auch ein Grab. Gott. Ja, also das mit dem Friedhof gefällt mir hier nicht. Ich glaube, ich gehe lieber zurück und irgendwie ins Häuschen oder so. Da war irgendwas von einem Zuhause auf den Schildern zu sehen. Vielleicht können wir uns dort verstecken oder so. Bisschen Ruhe vor dem Sturm, den wir hier haben. Um Gottes Willen. Übrigens, Leute, kleine Zeitreise, wir sind im Jahr 1993. Also knapp 30 Jahre vor eigentlich jetzt. Und es wird langsam dunkel. Oh Gott. Und da haben wir es. Die Nacht ist hereingebrochen. Und ein Alarm ist zu hören. Gott, noch 15 Minuten. Mehr müssen wir nicht aushalten. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ich finde den Weg zurück. Naja, wir werden sehen, wo wir landen. Hä? Ich bin doch nirgendwo hoch. Bin ich? Da ist ein Licht. Ey Leute, hier ging's doch nicht. Wir sind doch nirgendwo hoch. Ach, nur Raben, okay. Zum Licht gehen wir gleich. Aber was ist das hier? Sitze scheinbar. Übrigens, die Zeit läuft auch nur, wenn man geht. Also wir müssen die ganze Zeit uns bewegen. Wir können uns nirgendwo vercampen. Das ist auch irgendwie was. Oh Gott.
Das sieht aus wie ein Triebwerk oder so. Ja, ist ein Triebwerk. Was war das? Gott, dieses Schrei und das. Oha. Das hat mich kurz erschreckt, ein bisschen. Noch mehr Sitze. Ich gehe mal zu dem Licht. Das scheint ein Getränkeautomat zu sein. Hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Okay. Und. Oh, dieses Flackern heißt doch nichts Gutes. Kommen wir da rein? Ist das möglich? Oh Gott, was bist du? Naja, hier geht's nicht großartig weiter. Gott, ich hoffe, das ist übrigens hier alles nicht zu leise. Aber ich habe Angst, laut zu reden. Oder ganz normal zu reden. Okay, wir haben gleich die ersten 8 Minuten. Noch ein Triebwerk. Oh Gott. Oh Gott. Mach Licht. Danke. Ah, hier ist das Cockpit. Und eine Toilette. Mensch, schön. Niemand hier. Da ist ein Straßenschild oder so. Leute, gucken wir uns das einfach mal an. Okay, nur ein Wildschwein. Alles entspannt. Oh Gott. Boah. Das auch Licht. Wir haben gleich 8 Minuten. Wir folgen dem Schild und trauen dem einfach mal. Hoffentlich. Ah, der Minimarkt. Der kleine Markt. Kommen wir da rein? Ich weiß nicht, ob ich rein will. Es wird geschrien. Und hier ist Ketchup ausgelaufen. Ganz viel. Chill. Chill, Bruder. Okay, chill. Das Problem ist, hier kann man auch nicht sprinten, um irgendwie abzuhauen. Oh, hier geht's rein. Schmierereien. Okay. Solange es nicht mehr ist. Noch ein Automat für Getränke. Okay, Leute, ich gehe da jetzt nur für euch rein. Ich will das eigentlich gar nicht. Oh nee, was ist denn das? Da hängen.
Oh Gott, hier hängen Personen. Mm-mm. Ich gehe doch nicht rein, das ist mir zu doof. Uah. Nee, von außen der Blick reicht mir. Mal schauen, ob hier was ist. Ach Gott. Nö, nee, hier hängen nur noch mehr Leute. Ich will raus. Okay, Spinde. Okay, ich verstehe kein Wort, das ist mir zu gruselig. Gott. Scheiße. Oh Mann. Nee. Ich bin raus hier. Das tue ich mir nicht an. Oh. Nee, och, warum ist die Tür zu? Oh Gott, oh Gott. Ach, okay, das ist nur Gras, das da wächst. Wir brauchen noch knapp 7 Minuten. Mehr nicht. Was war das? Oh Gott, ich will, dass es aufhört. Aber ich muss das nur 6 Minuten machen, den Driss. Und echt aufpassen, nicht zu laut zu werden dabei. Oh. Leute, das ist psychischer Terror, sag ich euch. Ich muss echt aufpassen, was hier kommt. Ich will es einfach nur schaffen. Mehr nicht. Also wird das dementsprechend ein sehr ruhiges Video diesmal. Wobei ruhig, dafür ist, sind die Umstände da drumherum nicht so schön. Okay, nicht mal mehr 5 Minuten, Leute. Das schaffen wir, ja. Durchatmen und Augen zu und durch. Das ist das Prinzip hier. Wir sind bisher relativ verschont. Okay, ich sollte einfach nichts mehr sagen. Dann passiert auch nichts. Hoffentlich. Oh, ich kann nicht laut schreien. Ich sollte echt meine Klappe halten. Okay, wir sind Schattengestalten. Alles easy peasy hier. Ich habe so eine Gänsehaut, Leute. Es ist so unfassbar. Es ist wirklich schlimm. Richtig unangenehm einfach nur. Okay, du schreist einfach nur. Alles entspannt. Wo bin ich? Bin ich im Kreis gelaufen? Sag mir nicht, ich bin im Kreis Nee, oder? Doch, ich bin im Kreis gelaufen. Nee, nee. Da gehe ich weg. Da waren eben ganz, ganz böse Dinge. Ich habe nur noch 3 Minuten. Das riskiere ich nicht. Immer wenn es dunkel wird, passiert hier irgendwas, habe ich das Gefühl. Na scheiße, Leute. Ich habe so eine verdammte Gänsehaut gerade. Es ist...
Warum weint ein Baby jetzt? Lasst mir die 2 Minuten doch Ruhe, bitte. Das ist so unangenehm, Leute. So ein Druck irgendwie. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Oh mein Gott. Mach doch was, was ich vorher sehe, was ich erahnen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass der Terror jetzt nochmal zur letzten Minute erhöht wird. Und ich will das ehrlich gesagt nicht. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Mach hell, bitte, bitte. Oder mach nicht hell, ich weiß es nicht. Uah. Von links kommen unangenehme Geräusche. Lass mich in Frieden, bitte. Ich habe gesagt Frieden. Frieden. Nicht Attacke. Okay. 38 Sekunden. To go. Wir schaffen das. Ruhig. Nein. Ruhig Blut. Gleich. 20. Also. Vögel. Alles entspannt. Komme ich mit klar. Okay, damit komme ich auch klar. Ach, wir sind wieder beim Flugzeug. Okay, überraschenderweise habe ich das gerade überstanden. Und es wird hell. Wir haben es geschafft. Und wir enden beim Flugzeug. Hätte ich nicht gedacht. Irgendwie sind wir jetzt 2-mal im Kreis gelaufen tatsächlich. Oh, da hängen Leute, das... Warum ist dunkel? Bitte lassen Sie das. Oh. Okay. Leute, 18 Minuten überstanden, okay? Ich habe 63 Jumpscares, Dinger bisher überstanden. Ich habe es gewonnen. Das am Ende war jetzt gerade ehrenlos. Aber wir haben es bestanden, Leute. Und damit würde ich auch sagen, soll es das mit diesem kleinen Halloween-Special... Hoppala. Mit diesem kleinen Halloween-Special gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, drückt auch den Abo-Button. Das würde mich sehr freuen und unterstützen. Leute, Don't Scream ist das Spiel, was wir gerade gespielt haben. Wenn ihr es selber mal ausprobieren wollt, könnt ihr euch das bei Steam gerne holen. Ist noch im Early Access im Moment. Sind 2 Entwickler, denen ein bisschen Support da lassen, wenn es euch selbst gefällt. Oder ihr euch der Challenge selber stellen wollt mit den 18 Minuten nicht schreien. Wir haben es geschafft. Am Ende, das war ein bisschen ehrenlos, fand ich jetzt schon. Aber dennoch alles paletti. Und ja, Leute, wie gesagt, war es das mit diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!